im Arbeitsvertrag bist du, steht 8 Stunden drin. Ne? Ihr wisst schon, dass du 12 arbeiten müsst. Wenn ich irgendwie wegen irgendjemandem von euch Ärger bekomme, dann sorge ich dafür, dass in ganz Deutschland keinen Job mehr bekommt. Sobald ich diese Eingangstür zur Küche gesehen habe, hat es schon so einen Druck in mir ausgelöst, dass ich erstmal eine Runde weinen musste, bis der erste Druck abgelassen war, bevor ich anfangen konnte zu arbeiten. Wie hart ist die Ausbildung in der Sterneküche? Das will ich mir mal anschauen. Kaum eine Ausbildung wird nämlich häufiger abgebrochen als die zur Köchin bzw. zum Koch. Also fast jede zweite Person, die anfängt, bringt die gar nicht zu Ende. Deshalb habe ich mir gedacht, ich packe mal hier in der Sterneküche heute mit an und checke mal, wie die Azubis so hier ihre Ausbildung erleben. Und ich rede mit einer Aussteigerin, die in der Sterneküche ziemlich üble Erfahrungen gemacht hat. Ich begleite heute den Azubi Louis. Sein Arbeitstag soll heute 13 Stunden lang sein. Um 10 ist er gekommen, um 23 Uhr will er gehen. Arschlochsarbeit. Mach diese nach vorne. Ja, jetzt, guck mal. Nee, du musst die vorne zubinden. Ach so. Kann man mal sehen, ne? Wo so meine. Wie blöd du bist. Deswegen bist du auch beim Fernsehen, ne? Ja. Ich behandle mich einfach wie ein Kollegen, ne? Also und die. Die machst du mal so. Ein Messer, das ist dein Führfinger, oder hier, der, je nachdem, wie du schneidest. Ja. Ja, so ist gut. Ja? Warum hast du dich jetzt für die Ausbildung in der Sterneküche entschieden? Ich kann irgendwie nichts anderes. Das ist tatsächlich so. Ich saß letztens noch zu Hause und hab überlegt, boah, es gibt so krasse Leute, die können alle irgendwelche kranken Sachen. Und da hab ich gedacht, was kannst du eigentlich? Und da hab ich gedacht, bevor ich irgendeinen Scheiß mache, den ich eh nicht kann, mache ich lieber das, was ich so ein bisschen kann. Bisschen ruppig hier, aber habe ich auch nicht anders erwartet. Louis macht die verkürzte Ausbildung, 2 statt 3 Jahre. Weil er schon 29 ist, muss er nicht zusätzlich in die Berufsschule. Hier wird's teuer, jetzt wird's teuer. Das ist ein Restaurant. Also hier gibt's die Sternegerichte. Die Küche hier ist sehr anerkannt. Wer hier die Ausbildung schafft, kann richtig Karriere machen. Schinke. Gott, das ist so rutschig hier, ne? Es ist wirklich so, als würde ich mich voll anstellen, aber es ist wirklich sehr rutschig. So, jetzt bist du gefragt. Dein Job. Ja. Hier hat Louis noch Zeit, mir das zu zeigen. In ein paar Stunden werde ich ihn aber wie einen anderen Menschen erleben. Oh, guck mal, das war perfekt. Ja, wenn ein bisschen weniger geht. Der ist perfekt. Ja? Der war perfekt. Genau, machen wir langsam. Ey, spürst du das nicht? Das ist sau heiß. Ja gut, hier, die Dinger werden heiß, da gewöhnt man sich. Ja, komm, ich mach das. Nee. Ja. Boah, das ist so heiß. Ne? Komm, dann lass sein, ich mach weiter. Nee, ich zieh das jetzt durch. Ich bin nur erstaunt darüber, dass du das nicht merkst oder dich einfach so dran gewöhnt hast. Vielleicht bin ich einfach zu schwach, weißt du? Guck mal, ja, hier. Siehst du die Flecken? Was ist denn da passiert? Ah, kleiner Pettspritzer. Aber du musst hier schnell uns binden. So, ja, binde das Ding in der. Mach mir mal ruhig Stress, alles gut. Portionierer. Ich muss mal was trinken. Ist hier langsam richtig warm, oder? Wer hier arbeitet, muss auf jeden Fall Bock drauf haben, richtig viel zu schwitzen. Und hab besser kein Problem damit, ständig im Weg rumzustehen, weil es zu eng ist. Ja, sieht sehr gut aus. Du sollst nachher aussehen. Willst du Essen meinen? Ja, klar. Mm. Lecker. Bei Essen, ne? Ich merke schon, Louis passt hier richtig gut hin. Aber läuft's immer so? Bei uns hat sich Anne gemeldet. Die war 9 Monate lang auszubilden in der Sterneküche und hat dann hingeschmissen. Warum, das will sie uns heute erzählen. Hey. Hi. Anne heißt eigentlich anders. Es geht ihr nicht darum, dem Ruf ihres ehemaligen Ausbilders zu schaden. Deshalb nennen wir den Betrieb nicht. Sie will erzählen, wie die Ausbildung in der Sterneküche für sie gelaufen ist. Das ist eins meiner weisen Büchlein, wo ich immer sehr viel für mich aufgeschrieben habe. Da siehst du jede Woche, wie viele Stunden ich gearbeitet habe und dahinter dann halt die Überstundenzahl. Wo es dann zu viel geworden ist, das waren hier 7 plus 6 Tage, 13 Tage durchgehend gearbeitet. Also in der einen Woche 88 Stunden und der anderen 63,5 Stunden. Das ist ja Wahnsinn. Du hast in 13 Tagen 150 Stunden gearbeitet. Ja. Das ist ja einfach quasi das
Also fast das Doppelte, was überhaupt rechtlich erlaubt ist. Ja. Azubis über 18 Jahre dürfen eigentlich nur 8 Stunden am Tag arbeiten. In Ausnahmefällen 10 Stunden. Aber auch nur, wenn die Überstunden zeitnah abgebaut werden. Annes Überstunden wurden weder bezahlt noch ansatzweise abgebaut, sagt sie. Sobald ich diese Eingangstür zur Küche gesehen habe, hat es schon so einen Druck in mir ausgelöst, dass ich erstmal eine Runde weinen musste, bis der erste Druck abgelassen war, bevor ich anfangen konnte zu arbeiten. Dann habe ich mich dazu verletzt, mir dann halt mit so einem Schäler ein Stück von der Fingerkuppe abgeschnitten. Und es hat dann halt total geblutet und da war einfach Pflaster drauf, Handschuh drüber. Und ich war, glaube ich, auch so unter Adrenalin, dass ich das halt gar nicht gemerkt habe und halt noch 6 Stunden weitergearbeitet habe. Und dann wollte ich so zum ins Bett gehen, das Pflaster wechseln und machte das ab und es sprudelte immer noch so eine kleine Fontäne. Und dann war ich so, okay, das muss genäht werden und bin ins Krankenhaus. Dann eigentlich für 10 Tage krank geschrieben und dann hieß es aber so, als ich angerufen habe und das dem Betrieb gesagt habe, so, ja, kannst jetzt überlegen, ob du das machen willst, aber ist eigentlich unnötig, kommst du morgen wieder. Über etliche Seiten hat Anne damals aufgeschrieben, wie sie sich gefühlt hat. Wenn sie mir was antun wollen, bin ich ihnen so machtlos ausgeliefert. Sie haben mich so zu ihrem Eigentum gemacht, haben mich so im Griff, dass ich nur noch nach ihrem Willen funktioniere. Ja. Was meinst du mit, wenn sie mir was antun wollen, bin ich ihnen so machtlos ausgeliefert? Was sie von Anfang an irgendwie deutlich gemacht haben, ich bin ganz, ganz klein, ganz, ganz unten und habe nichts zu sagen. So. Und wenn ich denen dumm komme, sitzen die am längeren Hebel. Ich habe mit 2 Mit-Azubis von Anne damals telefoniert. Sie stützen ihre Vorwürfe. Wir haben auch den Betrieb um eine Stellungnahme gebeten zu Annes Aussagen. Es kam keine Antwort. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Darüber spreche ich noch mit Anne. In der Sterneküche kommen gleich die ersten Gäste. Guck, die so böse. Die arbeiten. Du bist am Weg. Ich hatte auch mit einer Aussteigerin gesprochen, die hatte ihre Ausbildung abgebrochen, ne, als Köchin in der Sterneküche, weil die bis zu 16 Stunden am Tag da gearbeitet hat und hat sich ausgebeutet gefühlt von der Branche. Ja, so richtig. Überrascht dich das? Nee. Dass ich das so mitbekommen habe? Nee. Ist ja, aber ich glaube, das ist gerade so ein bisschen im Wandel. Also ich glaube, das können sich die meisten Gastronomen gar nicht mehr leisten, so ätzend zu sein. Wie sind denn so deine Arbeitszeiten? Zeiten? Deine Arbeitszeiten. Wie viel? Also von 1 bis 11 arbeiten wir meistens. Also so 10 oder, Stunden. Oder richtig, Chef? Um es nochmal zu wiederholen, heute sind es 13 Stunden. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ja. Okay. Das ist meine Ausbildung, wo ich mit 20 angefangen habe. Das war aber bei einer anderen Küche. Ja, ja. In Köln. Meinte der alte Küchenchef, meinte im Arbeitsvertrag, stehen 8 Stunden drin. Ne? Ihr wisst schon, dass du 12 arbeiten müsst. Da meinte er im Nachgang, wenn ich irgendwie wegen irgendjemandem von euch Ärger bekomme, dann sorge ich dafür, dass in ganz Deutschland keinen Job mehr bekommt. Christopher Wilbrand ist der Chef der Sterneküche hier und hat damit auch die Verantwortung für seine Auszubildenden. Das eine ist natürlich die Leidenschaft für was. Aber die andere Sache ist ja einfach Gesetz. Was ist erlaubt? Wie lange darf jemand arbeiten, der 17 oder 18 ist? Ja, wenn ich die Jungs sage, so, ihr macht jetzt Schluss, wir machen das nicht zu Ende, dann steht die neue Karte morgen nicht. Und das wollen die auch nicht. Die wollen was bewirken, die wollen was verändern, was schaffen, ein Produkt verarbeiten und was an die Gäste bringen. Ich auch. Wir von Reporter, wir probieren gern immer wieder neue Sachen aus. Ich habe auch schon zum Beispiel ein paar Selbstexperimente gemacht für diesen Kanal hier. Also wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gern mal diesen Kanal hier und aktiviert die Glocke. Mittlerweile sind die ersten Gäste da. Ja, eine Sekunde, sofort. Butter löst sich auf. Die Stimmung wird jetzt hitziger und stressiger. Ein Duroc, Dessert, eine Etagere, einmal Kirsche. Ja. Wohin?
Na, bitte so auch einrichten, dass es nicht umfällt. So sieht das aus. Eine Ochsenbacke, ein Rumpsteak Medium, dann drei Eier. Also ich merke schon, mittlerweile ist selbst mit Louis sprechen echt schwer durch die Arbeit, die hier gerade anfällt. Ja. Jawohl. Das sind alles Sachen, weißt du? Ja, ich ziehe Handschuhe an. Auch dann, genau das gleiche, Louis. Mit Handschuhe auch? Ja, du gehst ja, fasst ja trotzdem andere Sachen an, das ist ja scheißegal. Ja, stimmt, das ist echt. Gewöhne jetzt gar nicht erst an, so Tösen auf dem Brett abzustellen. Ja, stimmt schon. Wie findest du eigentlich so den Umgangston in der Küche? Ich bin auch selbst ein bisschen ruppiger. Passt halt. Ich glaube, es ist vielleicht nicht ganz so zart beseitet sein. Muss jetzt auch kein eiskalter Brocken sein. Bei Anne bin ich einfach fassungslos, wie sie von ihrem Ausbildungsbetrieb behandelt wurde. Wie konnte es so weit kommen? Warum hast du das denn zugelassen eigentlich, dass es so weit kam? Also mein Plan war wirklich, jüngste Sterneköchin Deutschlands zu werden, als ich die Ausbildung angefangen habe. Das hätte ich auch geschafft, so jung, wie ich angefangen habe. Inwiefern lag das dann auch an deinem Ehrgeiz, dass das dann alles hinterher so eskaliert ist mit diesen extremen Arbeitsbedingungen? Wenn ich was erreichen will, dann mache ich auch alles dafür. Und das haben die natürlich gemerkt. Und das haben sie dann auch für sich genutzt. So. Wie hat der Betrieb das gerechtfertigt, dass es zu diesen Arbeitsbedingungen gekommen ist? Ich glaube, so das häufigste Argument war halt immer so, machen wir ja alle so, ist ja bei allen so, ist normal in dieser Branche. Es ist jetzt 4 Jahre her, dass Anne die Ausbildung abgebrochen hat. Mittlerweile ist sie Studentin, hat gerade ihre Bachelorarbeit abgegeben. Wenn jetzt deine Ausbilder von damals gerade jetzt hier stehen würden, was würdest du denen gern sagen? Wie sie das mit ihrem menschlichen Ich vereinbaren können, jemanden in so eine Situation zu bringen und jemanden so leiden zu lassen. Und ich würde ihnen wahrscheinlich auf jeden Fall auch sagen, so, das, was ich in der Ausbildung erfahren habe, das hat mich sehr, sehr leiden lassen. Es ging mir danach sehr, sehr schlecht. Ich bin stolz drauf, was ich jetzt für eine Person geworden bin. Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich das nicht durchmachen muss. Louis kann mal 5 Minuten durchschnaufen, bevor der Hustle weitergeht. Louis kocht für die feine, reiche Gesellschaft. Er selbst verdient 700 Euro. Wie kommst du zurecht mit deinem Gehalt? Ich wohne in Köln, alleine in der Wohnung. Also mein Gehalt reicht gerade so, um die Miete zu decken. Also bei mir geht es nur, wenn meine Mutti mir jetzt gerade noch ein bisschen mal für 2 Jahre unter die Arme greift. Kühlschrank immer leer zu Hause, weil ich hier immer esse. Liegt eine Flasche Wein und ein Bier drin, mehr nicht. Und ansonsten, ja, Wochenende auch mal arbeiten, kann man nicht viel Geld ausgeben. Das 7-Gänge-Menü kostet hier 155 Euro pro Person. Die Weinbegleitung dazu gibt es ab 59 Euro. Dann haben wir das Steinbuttfilet aus dem Atlantik mit etwas Kaviar oben auf. Dazu gibt es Grünspargel, dicke Bohnen und eine Kapernosinencreme. Das Ganze ist abgerundet mit Champagner und Buttersauce. Wunderbar. Danke Ihnen. Vielen Dank. Ein schönes Wunsch. Ja, super. Ne? Ich habe mit Louis einen Azubi erlebt, der halt total Bock auf seinen Job hat und den das auch nicht so juckt, wenn es mal ein bisschen heftiger zugeht. Aber bei dem Ganzen hatte ich auch immer wieder Anne im Hinterkopf und musste daran denken, wie sie halt ja, darunter gelitten hat, unter noch viel heftigeren Arbeitsbedingungen. Und ich finde diesen Gedanken davon, dass man da manchmal in der Branche sagt, ja, ist halt so hier, ja, den Gedanken finde ich kritisch. Wie seht ihr das denn? Wäre diese Ausbildung vielleicht sogar was für euch? Schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare.
Abonniert doch gerne mal unseren Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt. Und ich habe noch einen Videotipp für euch. Mein Reporterkollege Kai, der hat Kitty begleitet. Die hat die Schule abgebrochen. 25 entschuldigte Fehltage. 40 entschuldigte Fehltage, 58 entschuldigte Fehltage. Damals hat halt keiner von den Lehrern von irgendwem dort an dieser Schule an mich geglaubt. So, das war halt so, ach, hier. Aus dir wird eh nichts. Jetzt will Kitty ihren Abschluss nachholen. Klickt mal hier für das ganze spannende Video und darunter noch ein Video von Tudoku über den alleinerziehenden Papa Nico. Ich gehe jetzt nach Hause, ich bin ein bisschen platt und ich hoffe, euch hat's gefallen.